Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, zuerst habe ich wieder das Resource Pack geändert. Weil. Also, das Minecraft ist schön. Aber es war mir dann doch inzwischen zu intensiv mit den Farben. Das ist, ja, also. Die Farben sind echt ein bisschen zu viel des Guten und deswegen ja, habe ich doch wieder gewechselt zum guten alten Sortex. Hier hat schon wieder jemand das Feld platt getrampelt. Ich glaube es nicht. Immer diese Feldertrampler. So. Genau. Was wir diese Folge machen werden, ist folgendes. Nein, ich habe es mir eigentlich noch nicht überlegt, aber trotzdem erstmal mir sowas. Brote, weil wir am Verhungern sind. Dann lassen wir das Feld wieder wachsen ein bisschen und weil die vier Brote, die jetzt noch übrig sind, wahrscheinlich nicht so gut reichen werden, für die nächste Zeit werden wir noch unser Fleisch braten, beziehungsweise essen. Wow, also, das ist ja viel Fleisch, also muss man sagen, das ist Zucker, wohin tun wir Zucker? Zucker kommt auch zu essen, daraus können wir Kuchen machen, das kann man essen im echten. Alles, was man im echten Leben so normalerweise isst, tun wir da rein. So. Schwarzpulver. Dahin. Und Redstone. Dahin. Wir können bald ein Stack Redstone-Blöcke craften. Aber das machen wir erst, wenn es auch wirklich soweit ist. Ansonsten können wir heute wieder auf Enderman-Jagd gehen. Genau. Und wie gesagt, wir machen jetzt hier dieses Fleisch mal und die. Oh ne, die eine Kartoffel, die müssen wir anbauen. Die lege ich mal hier weg, die müssen wir irgendwann mal anbauen. Damit wir die nicht wegmachen, weil das ist unsere einzige Kartoffel, die wir haben. So. Na gut, wie dem auch sei. Ich habe mir übrigens überlegt, ob ich vielleicht, ich hatte zum Beispiel gestern, hatte ich da richtig Lust drauf, ob ich nicht, ja, ein neues Projekt auf meinem Kanal starten soll. Es ist auch wieder Minecraft. Aber ja, aber ich würde dann in diesem Projekt in einer Creative Mode Welt spielen und einfach in Creative Mode drauf losbauen. Also praktisch ein reines Bauprojekt, wo man, also hier ist ja auch mit Bauen und so, aber hier ist ja auch Überleben, Kämpfen und was weiß ich alles. Aber ich würde da wirklich, okay, die drei Steinsorten haben wir da verbaut. Ich würde da wirklich in diesem Creative-Projekt einfach, ja, im Creative-Mode Sachen bauen, was zum einen den Sinn hat, und zum einen kann ich natürlich dadurch Ideen sammeln für unsere Survival-Welt hier. Zum anderen, ja, hatte ich da Bock drauf. Das ist auch ein ganz einfacher Grund. Nehmen wir mal halben Stack Gravel mit, sollte reichen. Ja, und deswegen überlege ich mir, ob ich nicht da was mache. Ich habe dann so eine Creative World schon mal angefangen und schon mal ein bisschen Haus vorgezimmert. Hat mir auch wieder ein paar Ideen für meine Survival-Welt, wie gesagt, gebracht. Naja, gut. Ich werde mal schauen, aber im Prinzip könnte ich mir vorstellen, dass ich das schon mache. Weil ich da Lust drauf habe. Naja, mal sehen, mal sehen. So, jetzt hier am besten noch. Der Weg kommt mir noch ein bisschen dünn vor. Ja, aber sowas würde mir Spaß machen, weil. Ja, den Baum lassen wir mal erstmal kurz. Der muss weg. Ich habe ja im Let's Play jetzt schon öfter von diesem besagten Adrundal-Server geredet. Und die Admins davon, die haben einen YouTube-Kanal mit, keine Ahnung, über 10.000 Abonnenten und so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die haben auf ihren YouTube-Kanal Let's Rock Minecraft, haben die ja praktisch ein Projekt. Das nennt sich Let's Rock Minecraft Headquarter.
Und da baut die, da baut einer von denen praktisch auch einfach irgendwie so ein bisschen, ne, so ein bisschen modern und so. Naja, gut, auf den Stil modern und so würde ich mich nicht festlegen. Ich will nur sagen, dass ich vielleicht auch gerne so ein bisschen Creative Mode kreativ bauen würde, weil ich drauf Lust habe. So. Naja, gut. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier auch im Let's Play bespreche, weil im Prinzip interessiert es ja keinen. Aber ist ja auch egal. So. Perfekt, jetzt haben wir hier schon mal einen noch nicht ganz so schönen Weg. Oh mein Gott. Ja, kann man schon so lassen. Vielleicht hier noch so einreihen, dann passt das schon. Hier vielleicht noch. Alles klar, dann passt das. So, und diese Blume können wir da drüben dann gleich hinsetzen. Alles klar. Bisschen Gravel ist noch übrig. Da habe ich gut geschätzt. Vom Gravelverbrauch her. Hier sind wieder ein paar Weizen. Aber wenn wir so wenig Essen gerade zur Zeit haben, dann sehe ich ehrlich gesagt nicht so gut für Dingens hier, für Enderman Farm, weil wir dafür natürlich die ganze Nacht mit Essen durchhalten müssen. Und das ist schlecht, wenn wir kaum Essen haben. Warte mal, die Dinger tue ich doch gar nicht da rein. Was mache ich denn hier? Ach so, die kann man nicht stacken, weil es andere Pflanzen sind. Ja, ist okay. Warte, haben wir da? Nee, ich dachte, wir hätten da irgendwie Gras oder so drin. Beziehungsweise Gras müssten wir auch farmen für das, was wir vorhaben, weil wir wollen natürlich die Decke des Nessers graben. Und für dieses Vorhaben. Ja, das wollte ich da reintun. Für dieses Vorhaben benötigen wir. Oh. Mein Gott, langsam wird diese Kiste voll. Wir müssen mal eine Baumfarm anlegen. Für dieses Vorhaben brauchen wir Gras. Also das, was man mit der Schere hier so einfach abbauen, das hier. Weil wir zunächst einen Betttrick anwenden wollen. Das würde ich aber dann alles in der Folge, wo wir das letztendlich machen, auch noch beschreiben. Weil man kann mit so einem Betttrick gezielt Bedrock-Blöcke entfernen. An bestimmten Stellen. Und das würde ich zunächst machen, damit ich wirklich sicher gehen kann, damit ich mit der Enderperle auch gut durch die Decke durchkomme. Und zum anderen habe ich dann auch schon einen schönen Raum. Und hab nicht irgendwo Bedrock-Blöcke im Weg rumhängen. So, entscheidet sich noch schnell eins irgendwie voll auszuwachsen? Ich glaube nicht. Okay, alles klar. Also haben wir 8 Brote. Wow. Ja, gehen wir auf Enderman-Jagd. So, da drüben ist unser beliebtes Jagdgebiet. Also wenn wir dahin mal schnell gehen. Wir werden aber nicht so schnell rennen. Weil wir, wie gesagt, nicht so viel Essen haben. Das reicht schon, wenn wir dann auf die Enderman zustürmen und die dann so jagen. Es ist übrigens früher morgen. Wenn man es vielleicht an der Stimme raushört, es kann sein, dass ich früher morgen hier aufnehme. Gerade 8.49 Uhr. Das liegt daran, dass gestern keine Folge kam. Und das wollte ich natürlich, ich wollte jetzt natürlich keine 2 Tage Pause machen, weil ich hatte ja auch Lust, Minecraft aufzunehmen. Aber aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht genauer erörtern möchte, werde. Noch geh weg, Zombie. Konnte ich keine Folge aufnehmen und das hat nicht funktioniert. Aber deswegen will ich ja heute eine nachholen. Beziehungsweise, ja, ich werde heute dafür eine machen. Und das somit ausgleichen. Oh, hier ist auch noch ein Lavasee, sehr gut. Spinnen sind immer gut für Fäden.
Weil wer weiß, Fäden sind ja immer nicht schlecht, ne? Also. Oh Gott, Creeper. Der hat mich natürlich hier gesehen, wie ich mich an ihm hinten vorbeischleichen wollte. Ja, und deswegen nehme ich morgens auf. Muss mich natürlich immer umschauen nach Enderman. Ich werde sicher an einem vorbeilaufen, weil ich an allen. Ja, genau, 4 Creeper. Ich glaub's auch. Nicht, dass ich hier an allen Enderman vorbeilaufe. Vielleicht kriegen wir sogar eine Schallplatte raus. Das könnten wir mal versuchen. Na, natürlich rennen die Skelette inzwischen weg, wenn Creeper explodieren. Wir müssen aufpassen, dass der Creeper wirklich nicht explodiert. Ja, hat er schon mal einmal getroffen. Ich schätze, der braucht noch einen Schlag, der Creeper vom Skelett. Alter, der Skelett zieht gut. Aber ich möchte jetzt darauf anlegen, ich möchte jetzt gerade eine Schallplatte an dieser Stelle rausbekommen. Boah, das war knapp. Nein! Ich war doch noch ganz kurz da. Oh Mann, leck mich doch. Alter Skelett, und du verpieselst dich jetzt mal hier. Dann sterbe ich hier wegen dir. Na gut, ein Versuch ist wert. Ja. Toll. Ein Loch, das mal ausbaden dürfen. Super, freue ich mich. Aber ich bin ja überhaupt nicht der Freund von hier einfach Schicht drüber und dann war's das. Ich muss Löcher ganz stopfen. Ich kann das gar nicht ab, wenn Löcher nicht gestopft sind hier. So, naja gut, bauen wir hier noch ein bisschen Erde ab, womit wir das Loch dann stopfen können. Und dann ist gut mit der Sache. Eigentlich wollten wir Enderman farmen. Oh, komm her. Was wir jetzt auch noch machen werden. Also, Tipp, in der Nacht keine Schallplatten mehr farmen, wenn wir eigentlich Enderman farmen wollten. Was nicht gut ist. So, es ist Neumond und es ist schon fast Mitternacht. Was gut ist, weil wir haben noch einigermaßen gut Essen, wenn wir jetzt nicht zu sehr rumrennen. So, jetzt schauen wir uns mal wieder um. Sind uns die Endermänner wieder, hier sind echt viele Lavaseen, also wenn ich mal Lava brauche, weiß ich, wo ich die herbekomme, ne? Ja gut, aber ich habe im Untergrund auch ein bisschen Lava. Creeper immer schnell wegschleudern, das ist Grundprinzip. Wow, der ist auch weggeflogen wie sonst was. Ach verdammt, ich bin nicht mehr weggekommen, beziehungsweise habe ihn nicht gescheit getroffen. Ach ja, da müssen wir wohl noch was stopfen hier. Warum lege ich mich auch so mit den Creepern an? Oh, ich dachte, da wäre ein Enderman gerade gewesen. Dabei war das nur ein Zombie. Zum Verwechseln ähnlich. Ja gut. So kann man das, denke ich mal, lassen hier. Boah, irgendwie trotzdem ätzend ein bisschen. Alles klar, also Aufgabe nicht mehr mit Creepern anlegen. Warum hätte das Skelett bei diesem einmal den Creeper nicht töten können? Das ist bei dem einmal, bei dem es getroffen hat. Na, ich glaube, in dieser Nacht werden wir nicht so viel Glück haben wie in der einen anderen, wo wir letztendlich dann ganz viele Endermen angetroffen haben und sogar 4 Perlen rausgekriegt haben, oder? Waren es nur 3? Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Ah, Gott, nicht. Ja, mit Creepern schon noch anlegen, aber nur wenn man sich sicher ist, dass man die auch wegkriegt. So. Okay, die Folge hat's auch bald hinter sich, aber da ist ein Enderman. Komm her, alle anderen Monster sind mir egal. Ich hole mir diesen Enderman. Und wenn's einen Grabstein auf meinem neuen Friedhof gibt, den ich bald bauen werde.
Das war eine Idee vom Street Digger, beziehungsweise er hat mich darauf gebracht. Und zwar, ach, das Skelett muss aber weg, wenn das abschießt, den Enderman, dann haut er ab. Mein Gott. Die Zombies sind eigentlich nicht das Problem. Warte mal, die müssen nur bald weg. Dann sind die Zombies kein Problem. Dann renne ich in dem vorbei, kill das Viech schnell. Was ist denn das für weißer Schein? Ich glaube, das ist in der Himmeltextur drin. Ne, ist egal, auf jeden Fall. Danke. Wehe, einer von euch sammelt diese scheiß Enderperle auf. So, perfekt. Eine Enderperle, Level 35. Mission geschafft. Alles klar. Ich überlege, ob wir nicht vielleicht mit 5 Enderperlen schon zur Decke des Nethers gehen, aber irgendwie hätte ich schon gerne noch die ein oder andere mehr. Na gut. Solche Aktionen kosten uns natürlich Hunger, aber es hat sich gelohnt. Ich meine, hier überleben. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Nacht ist sowieso gleich Schluss. Wie ich schon gesagt habe, ich habe vor, einen Friedhof zu bauen. Und dort werde ich jeden Tod verzeichnen mittels eines Grabsteins, der mir so passiert in meiner Welt. Also wenn ich sterbe, dann wird ein Grabstein aufgestellt. Ja, Tod am so und so vielten durch das und das. Und dann vielleicht noch irgendwie lateinische Weisheit. Nee, keine Ahnung. Irgendwas hinschreiben. Und dann hat sich die Sache. Ja gut, wenn man zumindest ein Enderman aus einer Nacht rauskriegen, beziehungsweise eine Enderperle aus einer Nacht, dann hat sich das doch schon gelohnt. So, und jetzt gehen wir zurück und dann beenden wir auch die Folge an dieser Stelle. Hier sind echt viele Lava sehen. Da hinten noch einer. Naja. So, und am Feld sind natürlich jetzt noch kaum was gewachsen, beziehungsweise weiß ich gar nicht. Ist das Feld in den Spawn-Chunks? Das wäre natürlich praktisch. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Spawn-Chunks sind. Naja. Das können wir ja irgendwann mal herausfinden. Aber als erstes gehen wir jetzt, wie gesagt, zurück. Ein Friedhof für die Welt, das brauche ich jetzt, das brauche ich. Das ist wichtig. Da können wir vieles dokumentieren und finde ich cool sowas, ja. Das brauchen wir dringend. So, okay, wo ging es jetzt zurück? Hier, ne? Ich muss nämlich hier rüber. Ja, ich bin ja gleich da. Ich will die Folge nicht unnötig in die Länge ziehen, aber es geht nun mal nicht anders, weil ich muss noch zu meinem Haus zurückfinden, sonst ist es keine abgerundete Folge. Wir wollen doch eine abgerundete Folge. Außerdem leide ich doch nur selbst drunter, wenn die Folge in die Länge ziehe, weil ich muss das ganze Ding hochladen und so viel Zeit habe ich heute nicht, deswegen nehme ich auch jetzt eine Früh auf, damit heute auf jeden Fall eine Folge kommen kann. Mein Gott, jetzt fragt doch nicht alle immer so blöd. Nee, okay. Hier sind wir doch, oder? Nee. Hier drüben. Mein Gott, ich finde jetzt mein Haus gerade nicht mehr, aber da drüben ist es bestimmt. Was? Kann doch nicht sein. Ach so. Ja, natürlich. Ich muss weiter darüber. Ja, logisch, da hinten. Da sind ja die ganzen Nadelbäume, die ganzen Fichten. Da hinten ist es. Mein Gott, jetzt erstmal kurzzeitig verwirrt verlaufen, hä? Was ist hier los? Wo ist mein Haus hin? Ist alles irgendwie durch Herobrine abgerissen worden? Nein, da ist das. So, jetzt haben wir doch ganz gut Essen verbraucht. Das können wir aber in der nächsten Folge wieder ein bisschen weiter farmen. Das Feld sollte wieder... Nee. Scheint nicht in den Spawn-Chunks zu sein. Das ist nämlich eigentlich nur ein Ding nachgewachsen. Schade. Naja, egal.
Wie dem auch sei, ob es jetzt eine Spawn-Chance ist oder nicht, ich beende die Folge hiermit mit den freundlichen Worten. Auf Wiedersehen.